Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Wizardry 6. So, nachdem wir dann ja dieses Gesucht-Plakat gefunden hatten, El Montes und Snoop Sherry habe ich da aufgeschrieben und wir suchen ja zwei Stellen nach irgendwelchen Passwörtern. Und eine Stelle war hier direkt um die Ecke in der Kapitänshöhle und da werden wir einfach mal schauen, ob das was bringt. Wir versuchen mal El Montes. Das hat man zwar mit einem Akzent geschrieben, aber das wird wahrscheinlich hier nicht funktionieren, oder? Ah doch, Akzent geht. Ich glaube, so stand das da. Das ist es nicht. Okay, einen können wir noch. Wie ist es mit Snoop Sherry? Ja, Doppel-P und dann wie Cherie. Das ist es nicht. Ja gut, keine Ahnung. Dann gehen wir nochmal zurück zu den Gefängnissen, wo wir in der vorletzten Folge aufgehört hatten. Und dann kam ja die Orksause dazwischen. So, da waren wir mal, da hatten wir gekämpft. Okay, hier geht's ziemlich weiter. Dann machen wir zuerst mal noch Thoralf, das da, Geheimnis entdecken, auf, machen wir mal zwei. Ich glaube, das ist bestimmt nur die Dauer. So, hier haben wir eine Tür. Benutzen Fenrir, du kennst das Spiel. Kupferschlüssel, nein. Benutzen Fenrir, Eisenschlüssel. Und noch den Widerschlüssel und den Gefängnisschlüssel sind wir wahrscheinlich los, ne? Ne, den haben wir auch noch. Ich hätte jetzt gedacht, dass der sich verbraucht. Aber wir sind ja im Gefängnis. Also sollte der wahrscheinlich, ja. Er hätte wahrscheinlich unsere erste Wahl sein sollen. Ich dachte, er wäre weg. Ja, okay, das hat funktioniert. Das sieht aus wie ein Skelett in der Nische. Ist es auch. Die knöchernen Überreste eines Menschen lehnen an der Verlieswand. Seit seinem Tod scheint niemand die Gebeine bewegt zu haben. Dann werden wir da Bewegung reinbringen. Auge sagt zwar nichts, aber wir werden trotzdem mal suchen. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Na gut. Egal, hier gibt es ja noch Türen. Da war offen. Auge sagt nichts, aber ich suche trotzdem, weil da eine Nische ist. Nee, wie lang ist der Gang? Na gut. Dann machen wir. Da ist direkt nochmal ein Gitter dahinter. Mal benutzen Fenrir. Diesmal holen wir direkt den Gefängnisschlüssel. Sind hier lernfähig. Der hat aber keinen Effekt. Soll ich jetzt die anderen durchprobieren, Spiel, oder heißt das, wir haben den Schlüssel noch nicht? Wieder? Nein. Kupfer und dann fehlt noch Eisen. Die Tür bleibt dann vorerst zu. Dann versuchen wir unser Glück bei dieser Tür. Da ist im Hintergrund nicht direkt wieder eine Tür. Also Gefängnisschlüssel, kein Effekt. Aber dass man für die andere Tür einen Schlüssel gebraucht hat und da nichts drin war, fühlt sich komisch an. Und wo kommt ihr jetzt her? Sechs Lumpen. Alles klar, Schwingel. Nee, nicht benutzen. Kämpfen, stoßen, kämpfen und die Laute. Laute, Gustav kann. Gustav, mach mal einen Segen. Damit die Kategorie auch mal trainiert wird. So, und was sagt Thoralfs Mana aktuell? Ja, hau mal so ein Feuerbällchen raus. Ein Einser. So, und go.
Sind die jetzt gekommen, weil ich irgendwas gemacht habe, oder wären die so oder so gekommen? So, Feuerball reingezimmert. Ha, und der zerreißt jetzt die Lumpen. Oder nicht? Die schlagen zurück. Genau, Fenrir, macht die Laute. Damit da Ruhe reinkommt. Da kommt noch Verstärkung, neuer Lump. So, stoßen, kämpfen. Laute Dingens, dann du darfst kämpfen. Ich will jetzt nicht sein Mana raushauen, aber dann geht der Kampf schneller rum. Feuerball Stufe 1 hat ja schon ein bisschen was zerrissen gehabt. So, der neue Lump hat sich direkt schon entlumpt. So, Feuerball, gib denen bitte jetzt den Rest. Einer tot. Zwei tot. Sehr schön. Sieg für uns. Ich hätte gern Loot. Geht das? Was? Untote Bannen irgendwas. Das ist eine Rolle. Da kann man, glaube ich, nicht von lernen. Geh zu Thoralf. Und so, bei welchem Schlüssel waren wir jetzt? Wer weiß es noch? Ich weiß es nicht mehr. Also Gefängnisschlüssel hatten wir wahrscheinlich schon. Ich denke mal, dass Eisen und Widder noch fehlt. Bei Widder habe ich da überhaupt gar keine Hoffnung. Weil das ist bestimmt irgendwo ein besonderes Schloss. Okay, die Tür geht auch nicht auf. Oder ist die offen? Nee, ist nicht offen. Die ist auch nicht offen. So, zuerst mal Gefängnisschlüssel. Kann natürlich auch sein, dass man alle mit demselben Schlüssel aufbekommt, den wir noch nicht haben. Und ich mir jetzt hier den Wolf probiere. Das kann natürlich auch sein. Den Widder noch. Wir nehmen jetzt mal an, dass alle diese Türen mit demselben Schlüssel aufgehen, den wir nicht haben. Ja, das ist auch so ein blaues Zeugs dahinter. Ja, behalten wir mal im Hinterkopf. Kriegen wir diese Tür dann auch mit dem Gefängnisschlüssel auf? Ja, weil hier hatten wir Gefängnisschlüssel aufgemacht. Nicht so viel in der Gegend rumlaufen. Das führt nur zu Kämpfen. Liebste Sinhaloa. Ach man. Aber ich finde es fair, dass so relativ wenige Encounter kommen. Das könnte man sich auch schlimmer vorstellen. Stoßen, Atte, parieren, zack, go. Also man bereut nicht jeden Schritt, den man tut. So, Ratten, geht mal da weg. Wir möchten da geradeaus zu der Tür. Und die mit einem Gefängnisschlüssel öffnen und irgendwas Tolles bekommen, das uns weiterhilft. Weil ansonsten bin ich so langsam mit meinem Latein so ein bisschen am Ende und ich kann gar kein Latein. Das könnte vielleicht das Problem sein. So, schwingen, stoßen, kämpfen. Die Laute erklingen lassen. Kämpfen, stoßen, parieren, ausweichen, go. Zack, Rattenproblem erledigt. So, kurz an der Nase gekratzt.
Benutzen Fenrir Gefängnisschlüssel, da wette ich jetzt drauf. Schaka. So, bekommen wir da jetzt irgendwas? Unser Auge ist offen, Auge sagt nichts. Und wir finden auch nichts. Jetzt ist Auge zu. Na super. Thoralf, mach mal bitte wieder das Auge auf. Zack, Geheimnis entdecken, Stufe 2. Rein da. Wir suchen trotzdem, weil wir es können. Nichts. So, dann hier heißer Kandidat der Gefängnisschlüssel. Gefängnisschlüssel. Schaka, Sesam, öffne dich. Da sind wieder Gebeine. Die knöchernen Überreste eines Menschen. Ja, und hier hat keiner bewegt. Auge sagt nichts. Wir suchen trotzdem. Ha! Beim Durchsuchen der Knochen fällt dir eine hochstehende, lose Fliese auf. Du hebst sie an und findest ein kleines Tagebuch darunter, das mit fremdartigen Zeichen bekritzelt ist. Viele Seiten sind durch Stockflecken unleserlich, doch den letzten Absatz wäre lesbar, wenn ihr die seltsamen Zeichen entziffern könntet. Harmonium, ist das eine neue Laute für Fenrir? Müssen wir mal schauen. So, Totentagebuch geht bitte zu Thoralf, Sammler unnötiger Dinge. Und das geht bitte zu Fenrir. Oh, das würde ich auch mal gerne identifizieren. Dann hätte ich es doch Gustav geben sollen. Moment. Wir machen es erstmal ansehen. Fenrir. So, ihre Laute hat hinten kein Symbol. Das Harmonium auch. Harmonium ist auf jeden Fall ein Musikinstrument. Okay, dann machen wir es erstmal prüfen. Harmonium. Ja, da stehen halt nur die Klassen, ne? Und prüfen Laute. Moment, stand da auch Spezial? Ja, steht auch Spezial. Und es ist nur das B. Also ist es wahrscheinlich ein Musikinstrument. Gib das mal bitte an Gustav. Harmonium. So, dann soll der mal drüber gucken. Das hatten wir mit der Laute noch nie gemacht. Aber da hatten wir festgestellt, dass das einschläfert. Okay, dann machen wir Ansehen Gustav. Und Gustav macht Spruch, Dingens, identifizieren. Ja, wir kloppen mal richtig Mana rein. Stufe 3 aufs Harmonium. Ah, das macht dann Juckpulver. Und bei dem anderen wird wahrscheinlich dann Schlaf stehen oder so. Juckpulver senkt, glaube ich, nur die Trefferwahrscheinlichkeit vom Gegner. Was ja Sinn macht, wenn man sich überall jucken muss. Und vielleicht werden sie auch leichter getroffen. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, aber das mit dem Schlafen, das ist so übermächtig. Das werden wir bis auf Weiteres auch beibehalten. Aber gib das mal bitte wieder zurück an Fenrir. Dann haben wir da Ordnung drin. Okay, so. Neue Dinge entdeckt, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auge ist noch offen, wir stiefeln weiter. Und benutzen mal wieder den Gefängnisschlüssel. Und gehen rein. Auge sagt nichts, aber wir suchen trotzdem. Nein. So, dann haben wir das Gefängnis durch. Was machen wir jetzt? Wir können doch mal nach dem Buch schauen, ob man das wirklich nicht lesen kann. Das hatte ich Thoralf gegeben. Genau, Totentagebuch. Mach mal prüfen. Das ist Spezial und kann von jedem getragen werden. Das hat es nicht wirklich geholfen. Wenn wir das benutzen, passieren dann böse Dinge. Die Schrift ist mit einem fremden Code verschlüsselt. Also es gibt einen Skill für Schriftrollen lesen, aber ich glaube nicht, dass der da eine Rolle spielt. Behalten wir mal im Hinterkopf.
Aber im Hinterkopf, weiß ich nicht. So, also diese ganze Reihe von Türen haben wir nicht aufbekommen. So. Das Einzige, was mir jetzt halt noch einfällt, ist, dass wir dieses El Montes und Snoop Sherry noch mal bei dem anderen in dem Turm probieren. Weil der will ja auch sowas wie ein Passwort haben. Weil ansonsten kann ich nur noch mal den Dungeon ablaufen, in der Hoffnung, dass ich irgendwo irgendwas übersehen habe. Ich glaube, hier kamen wir doch. Genau, da ist das Dings da, dann war das irgendwo in einem dieser Seitwärtstürme? Moment, war das hier? Irgendwo, nee, Quatsch, das war unten in einem Turm. Der Typ, den hatten wir relativ am Anfang verjagt und es war das da wäre fast schief gegangen. Das ist nämlich die Eingangstür. Und da war das Spiel schon mal abgestürzt. Spiel, das brauche ich jetzt nicht. Lass Gnade walten, bitte. Wir haben schon länger nicht mehr gespeichert. Du spielst die Laute. So, ausweichen, go. Weil das war doch, glaube ich, in dem ersten Turm, den wir bestiegen hatten. Und der war da unten irgendwo. Meine ich mal. Ich bin mal keine komischen Dinge. So, Tür um Shift. Und Moment, der Turm war, glaube ich, da außen irgendwo. Der Etage kenne ich mich relativ gut aus. Da geht's hoch. Ich glaube, da war der Typ, den wir erschreckt hatten. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Genau. Da drückt jemand gegen die Tür, schwer atmend. So. Verschwindet. Und dann können wir was sagen. Ich sagte verschwindet. Wer immer seid, ich komme nicht heraus. Versucht es ja nicht. So, und unsere Antwort ist El Montes. Da sagt er nichts. So, Snoop Sherry. Was? Ihr habt Snoop Sherry gefunden? Warum habt ihr es nicht gesagt? Kommt da rein, tretet ein. Ah, dann ist eh wahrscheinlich El Montes. Weil der den mich sucht. Oder das. Was ist eigentlich ein Snoop Sherry? Gibt's das Wort? Och Mann. Wieso jetzt ein. Ach so, ich bin großer, stämmiger Mann, tritt auf dich zu und sagt, ich bin El Montes. Ah, so geht das mit NPCs. Okay, ich dachte, er wäre ein Dieb oder so. Okay, hi El Montes. Habt ihr Snoop Sherry gefunden? Ich weiß nicht, was Snoop Sherry ist. Wir sagen einfach mal ja. Wenn du sie mir zurückbringst, lasse ich den Kapitän frei. Nicht eher. Welchen Kapitän? Also wir hatten unten die Kapitänshöhle gefunden und da mussten wir aber auch ein Passwort haben. Oder sagt er uns das Passwort für den Kapitän? Das kann natürlich auch sein. Hat er uns das jetzt abgekauft? Ich denke mal nicht. So, wir können mit ihm reden, wir können benutzen, wir können kämpfen. Das ist wahrscheinlich Handeln. Was ist ein Topf? Stehlen, verstehe ich noch. Verlassen, verstehe ich auch noch. Spruch ist wahrscheinlich Brüche, Zaubern. Aber was ist Topf? Ja, wir versuchen mal zu reden. Was ist ein Snoop Sherry? Ist das vielleicht der Wein, den wir gefunden haben? Oder, vielleicht ist Snoop Sherry der Beagle, unser ausgestopfter Beagle. Das könnte natürlich auch sein. Handeln?
Herr Thoralf, wir können kaufen, verkaufen oder geben. Wir geben ihm mal den Beagle. Nee, kein Gold. Ich will ihm den Beagle geben. Oder die Weinflasche. Oh, ich denke ja, der Beagle. Vielen Dank. Snoop Sherry, endlich wieder in meinen Armen. Nehmt diesen Schlüssel, um den Kapitän aus dem Käfig zu lassen. Wir kriegen jetzt. Sitzt er im Knast? Thoralf hat etwas bekommen. Schauen wir gleich. Können wir bei dir wirklich Dinge verkaufen? Ja, scheinbar schon. Ich würde mal von den alten Klamotten gerne was loswerden. So, dann nochmal handeln. Diesmal soll. Andrian hat, glaube ich, eine ganze Menge Zeugs. Ne, den Lederhelm, das trägt er alles. Lederrock, Wildleder. Die Macheten können mal weg. 32 Goldstücke. Wir haben Geld wie Heu. Aber ich verkaufe das jetzt mal, weil nicht, dass unsere Taschen irgendwann voll sind wegen Überladung und so weiter. Ich traue mich nicht, seinen Fellhalter zu verkaufen, weil ich nicht weiß, was das ist. So, das minderwertige Schwert. Hauen wir auch mal raus. So ein Wildlederwams kann auch weg. Da haben wir auch wie Hölle von. Dann sind wir da jetzt erstmal fertig. Was ist das immer für ein Geräusch zwischendrin? So, handeln. Garrett hat, glaube ich, auch noch diverse Dinge, die weg können. Und dann schauen wir mal, was wir hier shoppen können. Das Bastardschwert kann er zwar nicht tragen. Ach, die Hut mit Feder hatten wir noch gar nicht betrachtet. Also das Bastardschwert kann er zwar nicht tragen, aber es ist eine gute Waffe, deswegen behalten wir die. So, Wildleder, Hose und Wams trägt er aktuell nicht, aber das Set behalten wir mal. Ja gut, ein Set können wir da noch verkaufen. Eine Wildlederhose und ein Wildlederwams und dann haben wir noch eine Hose über. Und die Machete kann auch weg. So, dann haben wir da schon mal Gewinn gemacht. Verkaufen. Ne, Moment mal. Muss erstmal hier wieder raus. Dann grummelt's. Dann handeln wir. Und Fenrir hat noch ihre Stoffklamotten. Das Zeugs trägt sie. Genau, das Tuchhemd kann weg. Die Tuchhose kann weg. Das war ihre Starterausrüstung, die sie niemals tragen konnte. Also, ein bisschen Rüstung sparen wir noch auf, weil in dem Spiel kann man auch Klassenwechsel machen. Ich weiß nicht, wann, wie, wo ich das machen soll. Aber wahrscheinlich ist es sinnvoll, weil die dann ihre Fähigkeiten alles behalten. Nur die Werte und die Erfahrungspunkte wären genullt. Das heißt, sie würden schneller wieder leveln und schneller ihre Fertigkeiten halt dazu kriegen. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher, wann, wie, wo, aber sinnvoll wäre es, glaube ich, schon. Sinnvoll wäre es. So, jetzt will ich aber wissen, was er zu verkaufen hat. Macht es einen Unterschied, mit wem wir kaufen? Wahrscheinlich schon. Ich schau mal mit Andrean. So, eine taktlose Klinge. Da gibt es auch so einen Fellhalter zu kaufen. Wildlederhose, ein Eiszapfen. Das ist wahrscheinlich irgendein magischer Gegenstand, weil es 16 Aufladungen hat. Oder ein Stab. Beinschützer. Körperrüstung wahrscheinlich. Sieht ähnlich aus wie der Fellhalter. Ne, Moment mal. Gehört das Icon. Ah ne, die ganze Zeile ist der Gegenstand. Ha, ich glaube, ich hab's verstanden. Genau. Die taktlose Klinge ist eine kurze Waffe. 37 kostet das Ding, das ist das Symbol dazu. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Und das könnte eventuell auch das Zeug sein, teilweise, was wir ihm verkauft haben. So, Feenstaub für 937. Was auch immer das tut. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus?
So. Dann schauen wir mal, was er zum Beispiel Gustav verkaufen würde. Handeln, Gustav. Ah, wir möchten kaufen. Das ist wieder dasselbe. Weiß ich, taktlose Klinge klingt halt irgendwie wichtig. Könnte aber halt auch, vor allem wenn es nur 37 kostet, ist wahrscheinlich ziemlicher Ramsch. Bei dem Feenstaub wäre ich halt in Versuchung. Nee, wir shoppen zuerst mal nicht. Wir schauen noch kurz, was Thoralf jetzt überhaupt bekommen hat. Wir verlassen dich mal. Adieu, ja. Tinky Winky, tschüssi. Die Geräusche in dem Spiel, das ist genial. So, Thoralf, was hast du eigentlich bekommen? Einen Silberschlüssel. Dann gib den mal bitte an Fenrir. Dass wir da Ordnung haben. Damit können wir dann den Kapitän befreien. Die Kapitän, ich hätte eher erwartet, dass wir statt einem Schlüssel dann ein Wort bekommen, dass das einfach eine bescheidene Übersetzung war, aber egal, wir haben dann wirklich einen Schlüssel bekommen. Ja, und müssen die Pause. Bis gleich.